Zutzenhausen. Mahnwache für misshandelten Joschi. Rund 550 Menschen haben am Samstag dem schwer vernachlässigten und misshandelten Hirtenhund Joschi gedacht. Nach einem Aufruf über das Internet haben sich Tierschützer aus dem ganzen Bundesgebiet in den 2000 Seelenort Zutzenhausen zu einem Schweigemarsch mit anschließender Mahnwache getroffen. Aber was war vor 5 Wochen passiert? Am 28. April war hier in Zutzenhausen im Rhein-Neckar-Kreis morgens um 5.30 Uhr ein sehr verwahrloster ungarischer Hirtenhund auf der Straße gefunden worden. Der Hund konnte sich fast nicht mehr bewegen, kam dann ins Tierheim. Dort hat man ihn geschoren und hat also festgestellt, dass sogar Maden unter dem Fell waren. Der Hund war nicht mehr zu retten, der musste eingeschläfert werden. Das hat einen Aufschrei in der Tierschützerszene gegeben und heute treffen sich die Tierschützer hier in Zutzenhausen, um einen Schweigemarsch und eine Mahnwache für den Hund zu machen. Allerdings bereiten militante Tierschützer der Heidelberger Polizei Kopfzerbrechen. Und zwischenzeitlich ist es dann auch so, dass offensichtlich Tierschützer, die allerdings jetzt hier mit den Veranstaltern absolut nichts zu tun haben, radikale, militante Tierschützer den Besitzer bedrohen. Wir haben da ein sehr scharfes Auge darauf, dass es bei dieser Bedrohungslage bleibt und dass nicht möglicherweise der ein oder andere auf die Idee kommt, irgendwie gegen den Mann vorzugehen. Das heißt, wir sind im Moment jetzt hier unsererseits zweiseitig, zweigleisig unterwegs. Es wird ganz konkret gegen diese Bedroher des Hundebesitzers ermittelt, nicht nur im Internet. Wir versuchen auch unsere anderen Möglichkeiten auszuschöpfen. Wir prüfen die Frage, ob eine Bedrohung vorliegt. Wir sind im Moment damit beschäftigt, ist es eine öffentliche Aufforderung zu Straftaten. Auch das ist ein Straftatbestand. Das heißt, es bleibt uns im Moment gar nichts anderes übrig, als die ganze Sache auszuleuchten, um mal zu sehen, was denn da tatsächlich dahinter steckt. Dass man mit den militanten Gruppen nichts zu tun haben möchte, bekräftigt heute auch noch eine der Organisatoren. Also unser Anliegen für die Mahnwache ist, dass es vor allem friedlich abläuft. Das haben wir auch im Vorfeld immer wieder betont. Alle Randalierer können zu Hause bleiben. Wir wollen hier lediglich für den Hund Joschi eine friedliche Mahnwache abhalten. Gegen 16 Uhr ist die Kundgebung von einem Firmenparkplatz durch die Vorortstraßen zum Fundort des Hundes gezogen. Die Trauer stand vielen Teilnehmern, die teilweise von weit her angereist waren, ins Gesicht geschrieben. Viele Menschen trugen Bilder von Joschi, andere Fackeln und Kerzen. Am Fundort von Joschi legten die Teilnehmer Blumen nieder, entzündeten Kerzen und gedachten an den gequälten Hund. Heinz Sänger, Vorsitzender des Sinsheimer Tierschutzvereins, hielt vor den vielen Teilnehmern eine Rede, in der er schilderte, was sich hier zugetragen hatte. Mit Entsetzen und Verzweiflung hätten die Mitarbeiter des Tierheims den verwahrlosten Rüden aufgefunden. Sein Schicksal sei grausam und erbärmlich gewesen. Menschliches Versagen und menschliche Schuld habe dazu geführt, dass es so weit kommen konnte. Während der Mahnwache war die Straße, wo der Tierquäler wohnt, von der Polizei abgesperrt. Nur Anwohner durften den Bereich noch passieren. Bleibt nun zu hoffen, dass sich ein Fall wie in Zutzenhausen nicht wiederholt.